Hallo, ich bin der Buttermaker, bin 53 und bin Klemmbaustellen-Messi. Und heute werden die Dinosaurier mobil. Und zwar haben wir hier zwei Sets von Kada. Das ist einmal die 1059001W, der T-Rex mit 343 Teilen, und die 1059002W, der Triceratops, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ansonsten, ihr dürft mich gerne korrigieren, mit 317 Teilen. Was ich zu den Sets zu sagen habe, was mir daran gefallen hat, was mir nicht gefallen hat, kommt wie immer nach dem Intro. Und die Sets wurden mir wieder freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Brickshaus, dein Laden für Klemmbausteine in der Schweiz. Wer schon immer wissen wollte, wie die Dinosaurier ausgestorben sind, der muss nicht irgendwelche Sach- und Fachbücher durchforsten, der muss nicht irgendwelche Museen oder Vorträge besuchen, der muss sich eigentlich nur die beiden Sets von Kada holen. Denn Kada zeigt es historisch korrekt, wie es wirklich war. Denn der T-Rex war irgendwann mal anscheinend so faul, dass er sich mit seinem Bauch auf den mobilen Untersatz gelegt hat, aber der kam mit seinen kurzen Pfoten doch nirgendwo hin, schon gar nicht ans Lenkrad. Wie wollte der überleben? Keine Chance. Absolut keine Chance. Der Triceratops, so massiv und bullig, der hat doch jeden im Gegenverkehr auf die Hörner genommen. Die hatten doch keine Chance zu überleben. Warum er nicht überlebt hat? Wahrscheinlich waren irgendwann die Batterien leer. Aber ich finde die Modelle super, historisch korrekt. Jetzt wissen wir den wahren Grund. Okay, nicht ganz. Also, der T-Rex. Ich finde den optisch gut gelungen. Wie gesagt, über das historisch Korrekte reden wir jetzt lieber nicht. Das Gebiss finde ich gut gemacht. Schön dargestellt. Auf den Augen und auch auf dem Rücken müsste man sich jetzt noch Aufkleber vorstellen. Die habe ich natürlich nicht angebracht. Es gibt, mal schauen, ob man das hier sieht, mal wieder bei den Grüntönen Farbabweichungen. Ich finde es schade, denn Kada macht ja eigentlich gute Steine. Bauen lässt sich das Modell super. Es macht auch Spaß. Und wenn man dann mit denen durch die Gegend fährt, sieht es auch noch lustig aus. Ja, der mobile Untersatz ist eigentlich der bekannte Block von Kada mit Motor, Funkempfänger, Batteriefach, Lenkservo. Alles drin, alles kompakt. Und mit ausreichend Noppen, dass man eben auch einen Dinosaurier gut drauf ausnoppen kann. Beim Triceratops, auch da müssten hier eigentlich noch Aufkleber auf die Augen, ein großer Aufkleber auf den Rücken. Habe ich nicht drauf gemacht. Es sieht ja auch so aus. Das Gebiss finde ich gut gelungen. Also insgesamt finde ich den auch gut gelungen. Und hier eben auch das Gleiche. Wenn ich den einschalte und mit der Fernbedienung kopple, dann ist er auch schon einsatzbereit. Vorwärts, rückwärts, links, rechts. Funktioniert absolut zuverlässig. Wie zuverlässig, und das meine ich wirklich positiv, das seht ihr jetzt in dem kleinen Video.